friedlich, ganz schön friedlich spielen wir dieses Spiel hier, diese Partie. Endless Space 2, das ist der Heilige Eid, den Nosferatil und ich zu Beginn dieses Let's Plays mit Endless Space 2 geleistet haben. Wir wollen hier nicht auf Krieg setzen. Das läuft auch bislang ganz gut. In der letzten Folge hatten wir ein fremdes System des Imperiums ganz im Norden uns dazu gekauft durch Einflusspunkte, haben damit ihnen eine Allianz abgeschlossen. Alles bestens, immer noch nicht im Kriegsmodus. Aber man muss auch ganz, ganz ehrlich sein und konsequent und bisweilen sagen, wenn es in jemand gibt, der den ganzen Rest der Galaxie terrorisiert. Und ich spreche hier, ihr werdet das wahrscheinlich euch jetzt schon gedacht haben, von den Cravern, dieser letzten Gruppe, die wir gefunden haben, die irgendwo hier im Südosten haust und immer auf Krieg getrimmt ist, die mit keinem Reich Frieden schließen kann. Und wir selber sind die weitaus führende Macht, technologisch, wirtschaftlich, in jeder Weise führend in der Galaxie und Bündnispartner von allen anderen Fraktionen, dann haben wir vielleicht eine heilige Aufgabe, Nosferatil, eine heilige Aufgabe, die wir im Sinne von guter Nachbarschaft und Frieden in der Galaxie auf unsere Schultern laden sollten. Ja, erstmal ist mir gerade aufgefallen, dass wir ganz viele kalte Kriege gerade haben. Das dürfte vielleicht das Imperium verbrochen haben. Wir müssen sowieso neu verhandeln. Andererseits dürfte es anderen auffallen, wenn wir auf den Siegesbildschirm gehen, dass wir jetzt lustigerweise zwei Hauptsysteme schon haben für den Überlegenheitssieg. Nämlich, das kommt davon, genau, dass unsere netten kleinen Nachbarn, die wir jetzt als Alliierte dazu gewonnen haben, auch dazu zählen mit deren Heimatsystem, auch wenn wir es noch nicht gekauft haben. Und wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können entweder Heimatsysteme anderer Leute kaufen, wenn wir sie verwurzelt haben, oder wir können sie in die Allianz mit einladen und so die Systeme anbringen. Natürlich geht das eine nicht mit den Cravern, aber mit etwas Gemeinheit vielleicht das andere. Das heißt, der Plan, den wir jetzt schmieden, heißt, dass wir bei allen, bei fast allen, bis Ausnahme der Cravern, bei allen anderen Reichen zielgerichtet so ranken, dass wir deren Heimatsystem umranken. Und das ist, die kann man daran erkennen, dass sie so markiert sind mit diesen extra Symbolen. Hier Delfinus zum Beispiel bei den Sophons oder bei den Vodiani ist das hier Kratz und so weiter. Die sind alle schon in Rankenreichweite. Das geht bei einem System, bei einer Fraktion nicht. Das sind die Craver, die aber sowieso den Rest der Galaxie terrorisieren. Das heißt, wir schicken da jetzt mal eine Flotte hin zu denen. Und wenn wir deren Heimatsystem dann auf eine andere Art und Weise unserem Reich hinzugefügt haben, dann könnten wir, wenn wir bis dahin schon erfolgreich gerankt haben, vielleicht auf einen Schlag alle anderen Heimatplaneten, alle anderen Fraktionen kaufen mit Einflusspunkten. Oder wenn es billiger ist, sie einfach in die Allianz einladen. Das ging auch. Und ich finde das auch nicht unmoralisch, von wegen wir spielen friedlich, weil wie willst du mit den, die Craver terrorisieren alle. Die machen gegen alle Krieg und wir sind Friedenswächter. Nennt uns ruhig die Donald J. Trump Fraktion oder die USA der Endless Space 2 Welten oder wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall die intergalaktischen Sheriffs. Nosferatil und ich tragen jeweils einen Sheriffstern auf unserer Borke. Und das ist einfach unser Job hier. Frieden schaffen mit ein paar Strahlenwaffen. Dann lass uns jetzt auch erstmal die ganzen Friedensverträge wieder schließen. Es widerstrebt mir, dass wir die ganzen Boni dafür verloren haben. Wo wie auch immer das passiert ist. Ist das dadurch passiert, dass wir die eine Allianz geschlossen haben? Anscheinend, vielleicht weil die das Imperium die anderen alle nicht kannten. Also lass uns erstmal Frieden schließen. Wissenschaft zur Einbauung und Handelseinkommen abschließen. Wir haben genügend. Das mögen sie alles. Wir können dafür vielleicht sogar. Wir können sogar schauen, weil das die Nachbarn sind der Craver, die Vodiani, ob wir denen nicht noch unter Umständen die Karte holen können von denen. Wir geben ihnen ein das bisschen. Das Handelseinkommen wäre mir aber erstmal wichtiger. Damit wieder unsere Handelsrouten entblockt werden und wir die vollen Boni genießen, sollten wir dafür sorgen, dass zumindest die Sophons, die Rissgeborenen und die Vodiani uns nicht den Handel widerspenstig machen. Das klappt so schon mal. Frieden, Wissenschaftsvereinbarung, Handelsabkommen und noch eine Karte, die wir von denen bekommen. Dabei entdecken wir, das Ganze, der Deal hat funktioniert, eine neue Nebenzivilisation, die schauen wir uns gleich an.
Und noch eine neue Nebenzivilisation. Da würde ich auf fertig klicken, dann ist es weg. Da lief im Hintergrund gerade eine akustische Nachricht, die wollte ich den Zuschauern noch gönnen. Die Vordiani haben das freudig begrüßt. Und jetzt schauen wir uns erstmal auf der Karte an, wo die liegen. Wir haben viele, viele neue... Aha, das ist interessant. Oh, wir haben das Hauptsystem entdeckt. Bota, das ist das Hauptsystem der Craver. Das liegt gar nicht so weit von uns weg. Da könnten wir hinflitzen. Wir müssen nur über HD44179 dann einmal nach Bota rüber. Das wär's. Genau. Hier in Polaris, da umranken wir bereits alles. Wir fliegen hier hin, wir umranken. Wir kommen weiter und sind an Ort und Stelle. Auf dem Weg dahin müssten wir leider fliegen mit unserer Kriegsflotte durch ein anderes Reich oder durch Reiche. Der einfachste Weg wäre, es ginge beides. Wir könnten hier über Forus fliegen. Schneller ginge es wahrscheinlich über Nihal. Das heißt über das Sophon-Reich statt über das Vordiani-Reich, weil wir hier diese Warp-Verbindung nutzen können. Ja, sollen wir das so machen? Über das hier eine Flotte hin, über das Sophon, das Sophon-System Nihal hier runterflitzen nach Polaris. Dort hätten wir dann nochmal die Möglichkeit, unsere Schiffe abzugraden. Vielleicht könnten wir bis dahin noch ein bisschen militärische Forschung betreiben, um die mit den allerbesten Schiffen dann vorzurücken. In der Flotte vielleicht 2-3 Rankenschiffe noch zu haben. 3 wären ganz gut. Dann könnten wir nur 3 runden Systeme umranken. Dann fliegen wir in der HD44179, umranken das und dann noch weiter Richtung Bota. Für 3 Runden brauchst du 4 Schiffe, für 2 Runden brauchst du 5. Okay. Das heißt, entweder 2 oder 4 Rankenschiffe hätten wir dabei. Das machen wir so. 2 oder 5. 2, 4 oder 5. Musst dich halt entscheiden, ob du 3, ob du 10 Runden haben willst, 5 Runden, 3 Runden, 2 Runden. Oder wenn du 10 Schiffe hättest, wärst du nur eine. Wir entdecken diverse Sternsysteme. Die sind jetzt, das ist im Augenblick nicht ganz so wichtig. Das hat man schon angezeigt. Das ist der Heimatplanet der Craver hier gelegen, da wollen wir hin. Die Tikanan. Das ist das können wir jetzt machen, wir können es aber auch schenken. Wir brauchen ja auf jeden Fall Einflusspunkte. Erstkontakt kann nie schaden, kostet ja nichts. Dann ist die Frage, bringt uns das was, mit denen, die zu versuchen, jetzt noch zu assimilieren in dieser Spielphase? Ich fürchte, es wäre sogar einfacher, sie zu kaufen, nachdem man sie verwurzelt hat. Sollen wir das komplett weglassen mit den Lobliedern? Da brauchen wir kein Loblied zu singen. Ich würde sogar eher solche blöden Dinge machen, wenn ich nicht gerade ein friedliebender Anfallen wäre, wie ihnen einfach für 100 den Krieg zu erklären, sie in einer Runde mit Panzern zu überrennen und sie dann zum Teil des Reiches zu erklären. Aber natürlich ist das alles. Das geht nicht. Das ist streng. Wo ist das überhaupt? Wo sitzen die Tikanan? Die sitzen auf einem Planeten. Die gehören zu den Vordiani dazu. Alles klar. Das heißt, wir können gar kein Loblied singen. Wo sitzen die denn? Doch, wir können Loblieder singen. Es bringt noch nicht viel. Perseus, direkt unter dir. Ah, hier. Am unteren Rand deines Bildschirms. Warum wird das als... Ach, die Vordiani sind grau. Alles klar. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht? Aber Vordiani können kein voll komplett übernehmen. Stattdessen sind die übernommenen Völker immer noch dabei, Piraten zu spawnen, bringen allerdings immer Tribut in Form von Teilen ihres Wachstums als Essenz für die Vordiani dar. Es ist also sowas wie ein Bündnis mit Vampiren, bei denen man Blutspenden abgibt. Wie schön. Sehr, sehr hübsch. Geht. Dann, aber die liegen auch von unserem Plan zu weit weg. Wir können die einfach ignorieren, finde ich. Das ist für unseren Spielerfolg nicht entscheidend. Die Mavro haben wir entdeckt. Wir gehören ebenfalls zum Vordiani-Reich dazu. Erstkontakt kann nie schaden. Dann haben wir ein Asteroidenfeld entdeckt. Wir haben einen Planeten entdeckt. Auriga. Ui.
Der muss ja wunderschön sein. Da kommt auch Endless Legend Erinnerung in mir hoch. Ja, also er ist leider nicht mehr so wunderschön. Dummerweise ist es nach Endless Legend, also ist es ein großer, riesiger Eisplanet. Eine Tiefkühlbox, in der all unsere damaligen Sachen eingefroren sind. Das ist der Planet, auf dem die Endless Legend Abenteuer basierten, sich abspielten, die Nosferatu und ich bei einem gemeinsamen Let's Play Together hatten mit Endless Legend. Da findet ihr auch eine Playlist hier auf dem YouTube-Kanal. Mit den Kultisten. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, die Kultisten-Abenteuer von Nosferatil und mir euch auch anschauen. Das Einzige, was hier potenziell interessant sein könnte, wäre das hier. Da schnappen wir uns einen der Anfornen. Und lassen ihn einfach dahin, wo er auch immer es gerade eingestellt ist. Irgendwo du kannst auch ein zweites Mal auf Bevölkerung klicken, dann dreht er die Liste um und du musst nicht runterscrollen. Guter Tipp. Bauprojekte. Dann lass uns doch mal eben die öffentlich-privaten Partnerschaften bilden. Und direkt an den Planeten vom Ödland in irgendetwas anderes transformieren. Terraforming in Wald? Ja, damit hat er genug zu tun. Das dauert ganz schön lange. Hier sind wir dann auch durch. Und können jetzt unseren Plan allmählich in die Tat umsetzen, Flotten zu bewegen. Wir hatten bislang unsere Hauptflotte hier, Scorpius, von einem Helden angeführt. Auf dem System Scorpius hatten die da postiert die Flotte, weil wir mutmaßten, dass die Horatio und die Lumeris uns den Krieg erklären und uns hier angreifen könnten. Mittlerweile wissen wir, die haben einen Krieg miteinander, werden wahrscheinlich uns nicht attackieren. Wir nehmen unsere Flotte und schicken die stattdessen hier nach CRL 2688. Ja, und lass uns dann nochmal die Friedensverträge mit den anderen Fraktionen schließen. Ich möchte meinen Boni wieder haben. Unbedingt. Allein der letzte Friedensvertrag hat uns von 6.600 das pro Runde auf 7.800 befördert. Das geht ja gar nicht. Frieden? Wissenschaft, Handel. Oh. Und dann kannst du ihn noch irgendwas abknöpfen. Das sind die Rissgeborenen, geteilte Karten brauchen wir dann nicht. Wir wissen über die schon perfekt Bescheid. Gibt es eine Luxus... Ach, guck mal, wir können auch Text kaufen. Hättest du davon gerne eine? Kannst du mal rechts gucken, was die Kosten sind. Und ich würde mich darauf verlegen, das, was am meisten kostet, zu holen. Also die maschinelle Bearbeitung, instabile Isotope und die allgegenwärtige Überwachung hätten es mir beide eher am meisten angetan. Mhm. Da müssen wir was drauflegen, aber das können wir ja gerne machen. Da könnten wir zum Beispiel etwas... Jadonyx könnten wir abgeben. Das brauchen wir nicht zwingend, oder? Doch, das brauchen wir. Doch, das brauchen wir für das letzte System-Upgrade. Dustlob-Bäume haben wir in rauen Mengen. Das ist am ehesten zu verkraften. Ja, ein klein bisschen ziehe ich ab. Aber nicht allzu viel. Wir gehen mal runter auf... 80 und schau mal, was das bewirkt. Oh lala. Das scheint ihnen nicht so wahnsinnig zu gefallen. Immer der Pfennigbaum. Definitiv. Aber so sollte es jetzt reichen. Und dann unterbreiten wir das Angebot. Klasse. Kommt eine weitere Technologie dazu. Holen uns jetzt, mit denen sind wir im Kalten Krieg. Ich bin dafür, die Sophons als nächstes anzusprechen, weil die die nächststärkste Fraktion sind. Ja. Yeah. Und auf unseren Handel suchen.
Ja, da müssen wir noch ein kleines bisschen drauflegen. Personal? Die wollen Personal haben und das kostet uns ja wirklich fast gar nichts. Das ist verflixt viel. Da kann man das Personal reduzieren oder uns noch Ressourcen holen. Was haben die denn für Technologien? Die allgegenwärtige Überwachung und die maximierte Ausbeutung. Die maximierte Ausbeutung ist toll. Die bringen Unmengen an Produktion potenziell. Ja, nur dummerweise haben wir die Technologie eigentlich schon. Warum können wir sie überhaupt nochmal kaufen? Ich meine, die KI-Arbeitskräfte haben wir und den Dust bauen können wir auch, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das muss ein Fehler sein. Dann schauen wir uns mal das hier an. Kannst du sogar noch mehr holen, wenn du möchtest. Mhm. Vielleicht ein paar Bastlaubbäume zurück, wenn du wolltest, aber davon kriegen wir, glaube ich, sowieso genug pro Runde. Für 10 lohnt sich das wohl. Da kannst du da auch ganz weglassen. Einfluss ja mehr wert. Genau, lassen wir die einfach weg hier. Nein, einmal falsch mit Rechtsklick. Das darf doch. Das heißt, da müssen wir dann Linksklick machen. Das ist ja unfassbar. Allianz auch nicht. Also, da packt mich jetzt echt. Da verliere ich jetzt, entschuldigt, da verliere ich die Fassung ein kleines bisschen. Also nochmal. Allgegenwärtige Überwachung. Und Linksklick gibt es Ihnen dafür Personal und das war's dann. Und raus. Angebot unterbreiten. Klasse, wird gemacht. So, jetzt haben wir mit denen auch wieder Frieden. Sag mal. Die Horatios sind die letzten, mit denen wir noch keinen Frieden haben. Das war dann uns. Kannst du mit denen auch noch Frieden schließen. Das war uns beiden ja nicht klar, dass wir in dem Augenblick, wo wir eine Allianz abschließen mit dem Imperium, dass wir in dem Augenblick alle Friedensstatusvereinbarungen verlieren mit den anderen Imperien. Unter dem Gesichtspunkt war das klug, mit dem Imperium eine Allianz zu schließen, weil wir haben jetzt Unmengen an Einfluss rausgehauen. Ja, wir haben jetzt wirklich Unmengen an Einfluss eingehauen. Wir kriegen allerdings von der einen Variante mit dem Imperium, der das Doppelte, was eine Allianz bringt, also einen Friedensvertrag bringen würde. Insofern bereuen tue ich es nicht wirklich. Aber du meinst, das ist ein Feature und kein Bug? Also das Handelsabkommen wollen sie aus irgendeinem Grund ganz und gar nicht. Guck mal, da ist ein Minus dabei. Wissenschaftsvereinbarung auch nicht. Und den Frieden haben sie auch kein Interesse daran. Das ist ja interessant. Dann haben wir jetzt doch erhebliche Verluste, weil entweder können wir das, wenn wir das nicht ausgleichen können, dann verlieren wir quasi die Vorteile, die wir uns durch die Allianz mit dem Imperium geholt haben, die plus 15%, verlieren wir hier, weil wir den Frieden verloren haben mit den Horatio und er brachte uns ja auch plus 15%. Auf plus alles. 10% jeweils. Und plus 10, okay. Das ist schon heftig, ne? Ja, wenn die Horatio uns so hassen, du kannst ja mal gucken, wie viel es kriegt, wenn du ihnen Personal in den Hintern schiebst oder ihnen irgendwelche anderen billigen Dinge versprichst. Aber wollen wir wirklich einer Fraktion Personal geben, die kurz da drauf ist, uns den Krieg zu erklären? Und die verschlagen ist? Kannst es ja versuchen. Wir regenerieren mehr als genug Personal pro Runde, dass mich das nicht wirklich interessieren würde. Das machen die mal. Wird uns eine Menge bringen? Ja. So, mit allen wieder Frieden, mit Ausnahme den Cravern und raus. Dann packen wir uns jetzt unsere Flotte. In Scorpius ist. Die hast du schon verschickt. Okay. Jetzt hast du aber noch 3 Rankenschiffe, 2 davon im Imperium, 3 im Imperium, die kannst du alle auch gleich an den gleichen Ort schicken. Die sind ja sonst für nichts vorgeplant. Also hier oben haben wir 2 Rankenschiffe, feurige Glut. Bei Elektra, die schicken wir. Sollen wir die schon mal Richtung Süden schicken? Ja, die schick auch nach CRL 2688, genau an die gleiche Stelle.
Und dann haben wir hier auf Neckar ebenfalls die das Imperium eben umrankenden Schiffe. Die schicken wir ebenfalls runter hierhin. Dann haben wir noch ein einzelnes Rankenschiff hier, das sein Werk verrichtet hat. Von Welt schicken. Das flutscht dann hier mal bitte nach Delfinus. Zum Heimatplaneten der Sofons. Oh ja. Und dann haben wir noch immer 11.000 Dust auf der hohen Kante. Und können das... Es ist immer noch nicht so weit, dass wir die vierte Handelsgesellschaft ausbauen können, ne? Nee, das war ja entweder in Esch, was glaube ich noch 2 Runden dauert, 3 Runden, oder unten links in Rigashi, was auch noch ein wenig dauern würde. 2 Runden. 2 Runden, wenn genau. Du den Cursor über die Sonne hältst, siehst du es. Okay. Alles klar. Dann können wir durchaus das wir im Augenblick noch im Überschuss haben, benutzen, um nochmal die Handelsgesellschaften zu boosten. Wie wäre es dann mit der ersten Handelsgesellschaft? Die verdient gerade am meisten. Astro Bans Logistik. Logistik. Prima. Sehr schön. Neuer Plan, neue Ziele, neues Wissen über die Galaxie. Unsere Schiffchen fliegen da gleich runter. Und wir werden uns dann auch überlegen müssen, ob wir nicht vielleicht die ein oder andere Militärtechnologie noch in die Bauschlange rein. Wir haben im Augenblick hier 2 Forschungen eingestellt, die uns unsere Wissenschaftserträge boosten. Als nächstes wäre, glaube ich, ein guter Tipp, wären die gehärteten Legierungen. Genau, damit erhöhen wir erstmal unser Flottenlimit um die weiteren 3 Schiffe, die wir jetzt gerade runtergeholt haben. Das macht schon mal Sinn. Und dann kannst du auch noch gleich die Titan-Galvanik dazu packen. Dann haben wir auch nochmal bessere Panzerung. In 2 Runden ist das alles fertig insofern. Das geht hier ratzfatz. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt eine kleine Militärkomponente noch bei unserem Friedens-Roleplay. Aber ich glaube, das lässt sich wirklich gut begründen, weil... Wir können mit denen einfach keinen Frieden schließen, mit den Cravern. Die tyrannisieren die ganze Welt und terrorisieren sie. Und wir müssen einfach Leben beschützen. Wir müssen die Leben beschützen der anderen Spezies und natürlich auch unser eigenes. Und deshalb wollen wir jetzt zielgerichtet in einer kleinen chirurgischen Maßnahme einen Tumor rausschneiden aus dem Körper der Galaxie, aus den Welten, die sich hier befinden, um Leben zu retten. Wir sind quasi Sanitäter, Sanitäter in Uniform. Das heißt, wir sind die Rotkreuz-Einheit, die hier unterwegs ist und in Sachen Krebsbekämpfung.